Eine Portion Gesichter und Geschichten gibt es auch heute. Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, seid ihr mit dabei. Der Start macht aber ein Wunderkind. So ist Dilva Aigus früher immer wieder mal betitelt worden. Heute ist sie 16 und schon eine Gigavirtuosin, die auf der ganzen Welt auftritt. Diese Woche ist die Zürcherin wieder mal in der Heimat auf der Bühne gestanden, in der Turnhalle in Zürich. So klingt Tschaikowski à la Aigus. An der Seite der Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Gabriel Venzago interpretiert die 16-Jährige das Violinkonzert des russischen Komponisten. Trotz internationaler Erfahrung, das Heimkonzert ist für Ilva Aigus ein Meilenstein in ihrer Karriere. Ich kenne die Turnhalle seit ich ein kleines Kind bin. Ich bin eigentlich mit ihr aufgewachsen, so als Konzertbesucher. Und es hat so viele Momente gegeben und irgendwie ein Stück oder Kompositionen, die ich da zum ersten Mal gehört habe und die ich entdeckt habe. Oder auch Musik, die mich zu Tränen gehört hat im Saal. Und jetzt, dass ich da selber kann spielen kann, das realisiere ich selber noch nicht ganz. Schon mit knapp 4 Jahren beginnt die Tochter einer lettischen Mathematikerin und eines Schweizer Musikers mit dem Geigenspiel. Auf ihrem Weg gewinnt sie zahlreiche Preise. Mit 13 Jahren etwa 2 russische Talentwettbewerbe. Kein Wunder wird sie von Medien oft als Wunderkind bezeichnet. Ich weiß schon, dass es ist ja gut gemeint. Und eigentlich jedes Kompliment. Also ich habe nichts dagegen, natürlich. Aber, mit der Zeit merke ich schon, dass es nicht mehr so den Baby-Bonus gibt und dass man wirklich als Musiker und als Künstler gesehen wird und dass natürlich dann auch die Erwartungen sind höher und das Verständnis von der Musik muss tiefer sein und so. Und das findest du auch gut so? Ja. Stellvertretend für Aigus Entwicklung steht ihr Instrument. Seit 1,5 Jahren spielt die Zürcherin auf einer 300 Jahre alten Stradivari. Die Geige mit Millionenwert ist aber nur geliehen. Auf dem historischen Stück kann die Künstlerin ihre Leidenschaft noch besser ausdrücken. Du bist wie ein Film in diesem Konzert. Man sieht, du bist jede Note, du kannst alles auswendig. Das ist genau das, was ich eigentlich will. Oder das, was ich erreichen will im Konzert. Weil ich selber in mir drin habe eine sehr klare Geschichte und oft auch wirklich so Bilder vor mir, die ich sehe, wo die Musik ausdrückt. Und Gefühle, die ich mir vorstelle, die auch der Komponist durchgemacht hat. Und wenn du jetzt sagst, dass es so wie ein Film war, das ist eigentlich das größte Kompliment, das ich bekommen habe. Die Zeiten als Wunderkind hat Ilva Aigus hinter sich gelassen. Einer wundervollen Karriere sollte aber nichts im Wege stehen.